In den letzten 5, 6 Jahren hat Klebeband einfach eine große Bedeutung gewonnen. Viel größer, als es für irgendjemanden so vorstellbar ist, weil es halt ein Alltagsgegenstand ist. Jeder kennt es, aber keiner schätzt es wirklich wert. Und so hat es sich quasi in der Welt getarnt und keiner schenkt dem Klebeband die angemessene Beachtung. Und hier im Raum wird es quasi umgedreht, das Verhältnis. Das heißt, hier hat das Klebeband die Oberhand und alles wird im Klebeband getarnt. Das ist der sogenannte Tape Art Tarnraum. Das heißt, wir haben uns einen riesigen 350 Quadratmeter Raum komplett weiß eingefärbt. Wir haben jetzt hier verschiedene Ecken gebaut, die mit verschiedenen Mustern bespielt sind. Die Menschen kriegen Klamotten, weiße Klamotten, die mit denselben Mustern bespielt sind und können sich dann in dem Raum sozusagen Teil von dem Bild werden und sich verstecken, so, also sich tarnen. Und nachher hat jeder seinen eigenen Bereich, wo man ein künstlerisches Muster so großflächig gestaltet, dass die Leute, die das betrachten, halt wirklich eintauchen können. Die können wirklich da reingehen und dann Teil dieses Kunstwerkes werden. Und dann ist das so ein Schritt weiter gedacht, als dass man nur die Kunst anguckt, sondern man kann wirklich teilhaben.